Sozusagen eine Seidenstraße des Energiezeitalters soll die unter uns liegende Trasse der Baku-Tbilisi-Ceyhan-Pipeline sein, die die Ölfelder des Kaspischen Meeres über Georgien kommend mit dem türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan verbindet. Sie ist das 4 Milliarden Dollar teure Prunkstück eines größeren, teilweise schon bestehenden Netzwerks von Öl- und Gasleitungen, die in der Türkei zusammenlaufen und das Land zum Energieknotenpunkt machen. Auf dem Flughafen von Adana nahe Ceyhan wird eine einmotorige Cessna startklar gemacht. An Bord die Luftbildfotografin Özge Deniz Özker, die gerade den Computer mit Sicherheitsgurten festschnallt. Vorbereitungen für einen Überwachungsflug über der Pipeline. Özge Deniz schießt Fotos und macht Videoaufnahmen aus der Luft. Das Bildmaterial wird auf den Computer übertragen und ausgewertet. Die Kamera befestigt Özge Deniz im Heck der kleinen Maschine, sodass sie Aufnahmen senkrecht zum Boden machen kann. Die Pipeline auf ihrer ganzen Länge von 1000 Kilometern durch die Türkei zu überwachen, dazu muss man schon in die Luft gehen. Die Betreiber werden für die Zukunft ein Überwachungssystem finden müssen, das den enormen Entfernungen und den ganz unterschiedlichen Gefahren für die Pipeline gerecht wird. Özge Deniz macht in regelmäßigen Abständen Aufnahmen aus der Luft. Natürlich mit dem Hauptaugenmerk auf die risikoreicheren Abschnitte der Strecke. Der Vergleich mit älteren Luftaufnahmen kann zeigen, ob infolge von Erdbeben oder Überschwemmungen vielleicht auch die Pipeline beschädigt worden ist. Viele Male ist sie schon in den vergangenen Monaten die Ölroute so im Heck der einmotorigen Cessna von der georgischen Grenze bis zum Mittelmeer abgeflogen. Doch in Zukunft will BTC ein eigenes, umfassendes Überwachungsprogramm starten. Wie das aussehen soll, weiß man noch nicht. Zwischenlandung auf einem Feld bei Sivas mitten in Anatolien. Die Cessna muss aufgetankt werden. Ein Wagen mit Benzinfässern an Bord erwartet sie schon auf der Wiese.